Sie kommen zurück. Ja, ich habe gezüchtet. Ich habe das Beste eigentlich aus den Gigern rausgeholt. Die Frage ist jetzt, wie viel Damage der Junge macht. Oh, ihr seht schon, ich habe die Werte so gut wie es geht gesteigert. Wir können ja mal gucken, ob wir was Schönes finden. Heute werden natürlich auch die neuen Babys, werde ich zeigen. Und noch ein kleines Extra, wenn ich es hinkriege. Ich habe meine Zucht-Tools irgendwie. So, die Gärchen, gucken wir, hier ist ein Opfer. Ja, das ist schön. So, und der kriegt jetzt. Der kriegt fast nichts auf Leben, ey. Aber der hat ja auch schon, wie viel Leben? 333.000, also der ist. Ich will aber gut auf Schaden. Ja, seine Farben sind schön, da hatte ich echt Glück mit dazu. Mal gucken, wir haben hier noch. Also Leveln geht mit dem sehr gut. Ihr habt hier ein richtig mega Vieh. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass ich dieses mega Viechern hier auch mal bei den Bossen hinsetzen werde. Obwohl ich eher denke, dass sie mir sehr schnell wegsterben. Kein Fallschaden. Ich bin außerdem auf den armen Raptor getappt. Den nehme ich mit. Ups. Da ist mir was passiert. Würde ich gerne geben, gut XP. So. Ja, Ausdauer bringt da auch nicht viel. Das ist purer Damage. Was ist so eigentlich? Weibchen. Sie ist purer Damage. Und schön sieht sie auch aus. Die Eltern habe ich allerdings behalten, alle. Alle? Alle? Alle behalten. So, und dafür, dass es bei euch jetzt schneller geht, dass ihr die Tierchen schneller sehen könnt. Hier stehen unsere Kürzel. Werde ich jetzt was Bestimmtes tun. Wenn ihr mal dauert, dass sie mal ein bisschen, bis sie sich paaren. Hallo? Darf ich hier wieder raus? So, halten. Warum hitzt du nicht an? Hab doch die Hitze hier drin. Was ist denn hier? Warum geht das nicht? Wenn man das so geht, jetzt das Hitschen? Ja. Hier ist das nicht gut.
Und wenn er die Gachas dazu benutzen wollt, dass sie wirklich okay, lässt sich nicht. Okay, dann machen wir das anders. Die Gasfix holen wir auch noch. Holen wir jetzt auch noch her. Schön entfolgen. So, und dann geht das jetzt. Blöd ist, dass ich jemand draußen habe. Ich hätte da was machen müssen. So, jetzt sag ich hier, Hitch all Dinos. Dann seid ihr alle angebunden. Aktivieren. 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 Dann solltet ihr zwei hier loslegen. So, das ist jetzt ja alles so, wie es sein soll. Die Eule habe ich schon längst verpaart. Wir haben hier die Eule und der Velanosaurus. Die habe ich extra auch freigelassen. Sehr benutzt. Okay, Verhalten deaktivieren und Hedge. So, da kommst du jetzt mal nochmal auf deinen Platz. Hui. So, mal kurz rüber. Jetzt brauche ich das Weibchen von den Gachas. Du bist eindeutig das Männchen. So, ihr beide könnt hier stehen, weil eure Frauen, die sind jetzt hier schwanger. Halt, wenn dann deaktivieren, unhatch. So, ich versuche die hier irgendwie reinzubringen. Die will hier nicht rein. Okay, muss ich dein Kind draußen gebären. Dann muss dein Kind draußen auf die Welt bringen. So. Die werden unhitch. Ach, sie geht schon automatisch dahin. Ja, das ist ja schon mal gut, ne? So, jetzt haben wir die auch schon mal gemacht. Und jetzt muss ich dem Ding hier sagen. Mach mal schneller. So. Da haben wir die Babys. Natürlich sind Zwillinge. Papier! So, dann gucken wir uns die kleinen Süßen an. Och, wie süß. So süß. So, Verhalten, Folgeabstand niedrig. So, komm mal her. Ich hab hier Zwillinge. Einen davon muss ich wegwachsen. Tut mir leid, Leute, aber so viele Gachas darf ich nicht haben. Ich darf sogar eine 2 haben und dann muss ich gucken, dass die auseinander voneinander stehen. Weil ich sonst Probleme bekomme. Oh, guckt euch die an, wie süß die sind. Guckt euch an, wie süß. Der Gacha sieht so süß aus. Oh mein Gott. Guckt ihr die Treppe hoch? Komm mal. Du bist Mothra. Sieht aus wie Mothra. So. Na komm. Der kämpft, die Kleinen. Du kommst die Treppe hoch. Bis das ist. Komm her. Der Gacha kommt auch langsam die Treppe hoch. Hoffentlich. Du bleibst jetzt hier stehen. Du bleibst hier stehen. So sieht der Baby Gacha aus. Och, ist der süß. Oh mein Gott, bist du süß.
Ja, der nächste, der so süß ist. Du bist so süße. Du kleine Raupe, du. So, jetzt machen wir die anderen. Flup. Da haben wir ein Eulenbaby. So, wandern deaktivieren. Folgeabstand niedlich. Komm mal her. Die wachsen zum Glück nicht so schnell. Das Problem ist, dass die halt schon früher gewachsen sind. So, dann haben wir die Kleinen hier. So, und dann haben wir noch den Velanosaurus. Flop. Oh, also, Leute, sie sind wirklich abgrundtief süß. Sie sind einfach abgrundtief süß. Ich versuche jetzt, die mal alle nebeneinander zu stellen. Folgeabstand niedrig. Oh, niedrig, niedrig. Kommt mal her, ihr Kleinen. Ihr kleinen Windelpupser. Vielleicht nicht alle rein und kriegt. Okay. Erst du zuerst. Dann kann ich sie nacheinander nebeneinander stellen. Alter, ich schlag dich gleich ein. So. So, dann haben wir die Raupe. Die können wir jetzt auch mal folgen. Da können wir uns die Babys alle nebeneinander angucken. Muss ich die erstmal dazu kriegen, dass sie nebeneinander stehen. So, und jetzt. Nein. Nein. Ey, dieser Gatscha, ne? Das ist es sich dann. So. Ich ihn geschlagen habe, guckt er mich nicht an. Bist selber schuld. So. Wir gucken mich nicht an, wenn ich geboxt habe. Ach, Mann. Die darf man nämlich nicht haben. Gott, Junge, dich schlage ich aber. Das kannst du aber singen. So. Ist ja Gott, ich wollte dich nicht hauen. Ich wollte dich nicht kloppen. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid, du kleiner Stinker. Ach, sind die süß. Ach, guckt ihr euch an. Die sind so süß. So süß. Gut, er guckt ein bisschen traurig, weil ich ihn gekloppt habe. Aber, ja. Aber sie sind so kurz. Ich gucke die ja rein. Riesige Kuhlaugen. Hier haben wir die Eule. So, der Baby-Gas. Gäste, ja. Gaspack. Und ein Baby-Velanosaurus. Das sind so ziemlich die neuesten Tiere, die ihr hier seht. Ich habe für euch noch ein Special bereitgelegt. Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt hier machen werde. Weil dieses Vieh mit Akku. Ich brauche dafür Wände. Na, mein Text wird! Jetzt hat Sarah. Gut, das ist alles noch gut. Ich sehe schon, ich muss mein Textshirt erneuern, weil Ark irgendwie doof im Kopf ist. Da muss ich jetzt erstmal ein paar Wände holen. Bitte, glaub mir. Das gebäre ich nicht tagtäglich. Weil das sind jetzt ziemlich scheiße werden, weil dieses Vieh wird mich beißen. Mann, ist hier, da kann ich das abbauen. So, mal kurz hier die Sachen zusammenstellen. Ich weiß, ich könnte durchaus schneller bauen. Das Viech wird mich doch beißen, ey. Ich sehe doch schon. Sieht schon, wie es mich anfallen wird. Springen sagt das eigentlich nichts. Aber
Gut. Leute, für das zu machen. Es ist mir so egal, ich baue zu. Genau das hier. Hallo? Okay, sie chillt. Ihr seht, es ist ein Indominus Rex, Baby. Du bleibst hier drin. Ich traue dir nicht. Genau das! Was ist das? Hallo? Kleines? Dominations? Okay. Die Kleine? Die bleibt mal hier drin. So. Oh komm. Der wandert hier rum. Alter, wer hat dir gesagt, dass du das sollst? Der. Just auf! Ja, und das sind so die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Da hinten ist der Aggressivo. Die lassen wir auch da. Ihr könnt natürlich mehrere Indominus Rex Eier machen. Muss ich jetzt erstmal die Eier finden, ey. So. Wo sind die X? Ja, die kann man jetzt auch herstellen. Na dann. Die kann man auch herstellen und Domination Rex. Ihr seht, was er dafür braucht. Ich kann es herstellen. Was seht ihr denn? Ja gut, dass ich das eine Artefakt habe, ne? So. Das Baby machen wir auch. Das ist jetzt wirklich special. Zum Special. Hier habe ich hier zwei Dominus Rex. Ich hoffe, die beißen sich nicht gegenseitig. Ich kleine das Kleine an. Wir brauchen das. So, jetzt gib mir mal die Sachen dafür. Die können wir jetzt herstellen. So, ein Alpha-Zahn. Wir brauchen mal einen. 30 mutierte Herzen. Und jetzt stellen wir es her. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Wir gehen derzeit zurück. Leider können wir die anderen zwei nicht machen, weil sie nicht frei sind. Muss ich jetzt noch ein Ding bauen? Damit mich dieses die Ding nicht anfällt. Okay, wir machen das so. Das kleine Akrovieh ist ja da drin, ne? Guck mal hier. Bleib ja da drin. So, bleib da drin. Tu Gefallen und bleib da drin. So, wir machen jetzt Normal Speed. Lassen das drin, weil das geht dann schneller. Ich hoffe, dass es dann schneller geht. Kinder, lauft um euer Leben!
Mach ruhig die Digger kaputt. Oh mein Gott. Ja, also. Du kannst hinter der Mauer bleiben. Du kannst hinter der Mauer bleiben. Du. Bist ja gut aufgehoben. Da gefährdest du nicht meine Kinder. Dir sagen, ich würde dem eigentlich. Ich würde sie rausholen, aber. Wenn ich sie jetzt rauslasse. Ich töte sie alles. Versuch. Kommst du bitte her? Bitte? Komm. Sei nicht so bockig. Komm. Du kannst mich hier gerne beißen, aber lass die Kinder in Ruhe. Wie kriege ich dich jetzt da drauf? Kleines. Na komm. Also sie kommen rein. Komm ganz nah. Komm ganz nah. Bleib drin. Oh Gott. Ja, wir haben ja zwei Indominusse. Einen normalen. Mal hat man hier auch Alphas rumlaufen. Den kann man normal auch. Und die zwei, die kann man leider nur da erlernen. Aber krass. Gut, aber ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.